Euer Affe ist zurück mit Phase 3 des Jahrestags-Events bzw. Fest der Hoffnung. Bei Fest der Hoffnung gibt es nicht mehr so viel Neues, denn es gibt im Endeffekt nur noch das Feuerfestival, das stelle ich euch zum Schluss vor. Aber vorher gucken wir uns nochmal Zukunftstycoon an, denn dort gibt es natürlich die größten Änderungen. Bei Phase 3 ist es so, dass in das Zukunftstycoon 24 Felder hat, das heißt, eine Runde ist deutlich schwieriger zu erfüllen. Ihr braucht viel mehr Würfel und ihr habt in der Basislinie 640 Runden, um die ganzen Belohnungen abzugreifen. Das wird für Free-to-Play-Player als auch Mitspender schon hart genug. Dazu gibt es bei dem limitierten Austauschshop oder Eintauschen nach 20 Runden nur 1000 Perlen zu bekommen. Danach geht es dann, dass ihr das Skywheel bekommen könnt. Dafür müsst ihr aber mindestens 180 Runden, das heißt Mitspender mindestens, können das nur erzielen. Und nach 400 Runden könnt ihr was für den Dino bekommen, die Stabilisatoren oder aber die Statue. Die Statue könnt ihr aber auch für den gleichen Preis im normalen Shop bekommen. Allerdings muss man bei der Statue sagen, die ist unfassbar stark, denn wie ihr schon bei Level 1 seht, könnt ihr damit sehr stark was pushen, denn der Schaden durch die Fahrer wird massiv erhöht in den ersten 20 Runden. Aber wie schafft ihr eigentlich so viele Runden? Es gibt wieder neue Pakete, aber auch da ist es so, es ist nicht so unfassbar viel, was ihr an Würfeln bekommt für die ganzen Pakete. Ihr bekommt aber dazu natürlich auch Perlen für das festliche Bazar. Allerdings muss man einfach sagen, 640 Runden für die maximale Standardbelohnung ist sehr hart zu bekommen über die Basispakete oder die Spezialbundle. Dazu gibt es wiederum Perlen im Shop, das kommt auch noch hinzu, das ist nur ein Beispielbild, ihr findet auf meinem Server die ganze Liste für jegliches Paket. Dazu kommt jetzt Feuerfestival. Feuerfestival ist ein zusätzliches Event, was nur in Phase 3 dazukommt. Es ist auch recht einfach, als Free-to-Play-Player kannst du das wunderbar spielen, du bekommst zusätzliche Würfel für das tägliche Erfüllen, dass ihr diese lustigen Animationen nutzt und bei eurer Basis oder bei einer anderen Basis nutzt und ihr seht, ihr bekommt Würfel als auch Perlen für das Ganze durchzuführen. Das ist recht einfach und recht simpel und dann könnt ihr das eben bei eurer oder anderen Basen für netten Effekt nutzen. Das war's aber auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.